Approves. Und mal wieder hier rüber. So? Mhm. So. Bisschen entspannt. Pierre und ich sind heute zu Gast bei Dr. Weizhong Sun. Er war viele Jahre Olympiamannschaftsarzt in China und ist Spezialist für traditionelle chinesische Medizin. Zeig mir mal die Zunge, bitte. Vieles aus dieser jahrtausendealten Heilkunde erscheint uns erstmal fremd. Die traditionelle chinesische Medizin nimmt an, dass durch unseren Körper Energien fließen, das sogenannte Qi. Ist dieser Energiefluss gestört, könne es zu Krankheiten kommen. Bei der Zunge zum Beispiel zeichnet sich der Spitze leicht gerötet. Ja, leicht gerötet zeichnet sich eine sensibel. Ja, ja. Die gucken wir die ganzheitlich. Und auch im Oberkiefer ist relativ steif. Steif bedeutet viele beißen. Mhm. Ah. Viele beißen. Also so Verkrampfung. Verkrampfung, genau. Das ist innere Verkrampfung. Beißen ist eine zornig. Also das mit dem Zorn und der Verkrampfung kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil ich mich gern empöre oder Sachen in Frage stelle. Aber das will ich jetzt auch nicht unbedingt ändern. Oder sollte ich mich da Sorge machen? Der Charakter ist, da muss nicht um die Ende. Aber muss die Körperenergie zu pflegen. Diese Zaun macht Somatisierungsstörung, bis zum Bandscheibenvorfall und Tumor sich zu bilden. Deswegen Körperpflege ist wichtig. Ja, da muss man noch mal richtig umdenken, um diese Philosophie hinter der traditionellen chinesischen Medizin zu begreifen. Was uns in dem Bereich am ehesten bekannt ist, natürlich, ist die Akupunktur. Und dass die ihre Wirkung entfalten kann, das haben mittlerweile auch Schulmediziner und Krankenkassen erkannt. Akupunktur. Hokuspokus oder wirksame Schmerztherapie. Diese beiden haben es ausprobiert. Werner Praus-Zacharias aus Kiel ist leidenschaftlicher Spaziergänger. Aber oft bremst ihn sein rechtes Knie aus. Schon nach kurzer Zeit ist Schluss. Also wer sich gern bewegt, für den ist das eine totale Einschränkung. Wenn ich losgehe, tut es erstmal ordentlich weh. Und mit der Zeit gibt es sich dann etwas. Und dann merke ich so, irgendwann denke ich, na, jetzt muss ich tapfer sein. Alles wie in Zeitlupe. Ainur Kommeljen aus Hamburg ist nach einem Sturz schwer gehandicapt. Sie kann ihre rechte Schulter fast gar nicht bewegen. Ich konnte mit meinem rechten Arm kaum etwas fassen oder greifen. Ich hatte große Schmerzen beim Schlafen. Die Untersuchung der Schulter zeigt, der Sturz hat eine Entzündung ausgelöst. Eine Kapsulitis oder auch Frozen Shoulder genannt. Die Entzündung führt dazu, dass die eigentlich lockeren Kapselschichten aneinander kleben. Folge? Die Schulter versteift langsam, friert quasi ein. Und jetzt machen wir mal die Bewegung so nach vorne und zeigen mir mit dem Zeigefinger, wo es weh tut. Ob nach vorne, zur Seite oder nach hinten. In alle Richtungen ist ihre Schulter eingeschränkt. Und das, obwohl sie Medikamente gegen Entzündung und Schmerz nimmt. Jetzt soll die traditionelle chinesische Medizin helfen. Mit Akupunktur, 8 bis 10 Mal. Dass das funktionieren kann, beweist eine Studie der Hamburger Uniklinik. Neben Soforteffekten konnten wir nachweisen, dass die Rehabilitationszeit sich auf die Hälfte verkürzt hat. Die Frozen Shoulder ist ja eine Erkrankung, die normalerweise bis zu 3 Jahren verläuft. Und wenn da der zeitliche Verlauf auf die Hälfte reduziert werden kann, ist es natürlich schon ein Erfolg. Grundlage der Akupunktur ist eine besondere Vorstellung vom Körper. Danach wird er von der Lebensenergie Qi durchflossen, und zwar in Leitbahnen, den sogenannten Meridianen. Diese werden jeweils bestimmten Organen zugeordnet, wie hier der Leber. An mehr als 700 Punkten lassen sich die Meridiane dicht unter der Hautoberfläche erspüren. 323 davon sind Akupunkturpunkte. Ist der Qi-Fluss gestört, können Krankheit und Schmerz auftreten. Die Akupunktur soll diese Blockaden beseitigen. Auch bei Ainur Kommeljen. Sven Schröder sucht dafür die Akupunkturpunkte bei ihr auf. Aber überraschenderweise nicht direkt an der rechten Schulter.
sondern an ihrem linken Sprunggelenk. Da gibt es unterschiedliche Regionen. Man kann auch die Gegenseite verwenden. Es gibt auch Reflexpunkte, die am Ellenbogen oder am Handgelenk oder am Kniegelenk, sogar an der Hüfte liegen, die für die Schulter wirken könnten. Wir haben das bei der Patientin in den ersten Behandlungen ausprobiert, welche Regionen am effektivsten sind. Und das ist bei ihr das linke Sprunggelenk. Das Pieksen tut Ainur Komeljen zwar ein bisschen weh, dafür wirkt die Akupunktur bei ihr immer sofort. Manchmal ist es wirklich schon so, dass ich das kaum glaube. Bevor er die Nadeln gesetzt hat, tut es an bestimmten Stellen weh. Und nachdem er die Nadeln gesetzt hat, kann ich meinen Arm so bewegen, als ob da nichts gewesen wäre. Das klingt wie Hokuspokus. Aber erste Ergebnisse einer weiteren Studie der Klinik haben gezeigt, durch das Anpieksen der Leitbahnen werden im Gehirn Regionen aktiviert, die das Schmerzempfinden steuern. Daher der Sofort-Effekt. Längerfristig soll es sogar zu Neuverschaltungen innerhalb des Nervensystems kommen, sodass der Schmerz gar nicht oder anders wahrgenommen wird. So ist das auch bei Werner Praus-Zacharias. Der 68-Jährige hat Arthrose in seinem rechten Knie. Ärzte raten ihm vor 2 Jahren zu einem künstlichen Gelenk. Er aber versucht es mit Akupunktur. Ich habe mir viel davon versprochen, insofern war das eine sich erfüllende Prophezeiung. Und natürlich war ich überrascht und habe dann immer gedacht, hält das jetzt vor oder kann das angehen? Das war schon erstaunlich, ja. Akupunktur statt OP. Bei der Kniearthrose behindern die Knochenveränderungen den gesamten Fluss der Leitbahnen, so die Vorstellung. Die Nadeln sollen den Energiestrom wiederherstellen. Bei der Akupunktur geht es hauptsächlich darum, dass wir die Energieflüsse, also die Schmerzen, sehr, sehr gut beeinflussen können. Akupunktur ist ja durch sehr viele Studien nachweislich sehr wirksam gegen Schmerzen. Und das ist das allererste Ziel, die Schmerzen zu vermindern, dann auch die Medikamenteneinnahme der Patienten zu vermindern und die Gesamtbeweglichkeit des Knies wieder zu verbessern. Kommt, ne? Ja, wunderbar. Gerade bei der Kniearthrose ist die Wirksamkeit der Akupunktur sehr gut durch Studien belegt. Sie wird in Deutschland von den Krankenkassen bezahlt, in Frankreich hingegen nur teilweise. Bei Werner Praus-Zacharias kommen die Schmerzen nach 2-3 Monaten zurück. Dann muss er wieder zur Akupunktur. Aber ein künstliches Gelenk ist für ihn immer noch kein Thema. Ich möchte so lange mit meinem eigenen Körper unterwegs sein, wie es geht. Und habe ja gelernt, dass es eben Möglichkeiten gibt, sich in Bewegung zu halten und vernünftig damit umzugehen. Statt der Akupunktur wendet Herr Sun bei Dörter nun das sogenannte Schröpfen an. Das soll die Durchblutung anregen und zum Beispiel bei Migräne und Rückenproblemen helfen. Ich will es gar nicht sehen. Ich vergrab mich mal hier. Dafür baut er an bestimmten Körperstellen mit Hilfe von Gläsern und Hitze Unterdruck auf. Aua! Oh, krass. Oh. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ja, okay, bitte. Okay. Oh, krass, das zieht total. Oh. Seh ich jetzt so ganz schlimm alienmäßig aus? Oh je, arme Dörte. Oh, krass. Das ist, als würde da so ein Riese gerade mich zupfen. Shit. Entschuldigung, aber das ist intensiv. Das Wichtige ist die Feuerenergie. Und dann ist Feuer geht weg, aber Energie noch drin. 15 Minuten lang die Feuerenergie Kommunikation mit dem Körper. Es ist sehr viel mit den Indikationen, zum Beispiel bei diesem Atemwegproblem, chronische Bronchitis, Asthma oder gesamte Wirbelsäuleproblem. Ja, die Stoffe spielen eine ganz wichtige Rolle. Die Energie fließt durch die Haut durch, richtig? Genau, hier ist Feuerenergie drin, ein bisschen warm dazu, hier ist Kommunikation über die Haut und die langsam geht tiefer. Das ist auch stabilisierende Immunsystem. Und spürst du die Wärme, Dörte, oder? Ja, also ich spüre die Wärme und so ein Ziehen.
Aber das ist irgendwie angenehm. Also das hat mich jetzt so fest im Griff. Es ist irgendwie aber auch beruhigend. Ich sehe nur wahrscheinlich sehr beunruhigend aus, oder? Ich sehe wahrscheinlich ja, schlimm wie ein Zombie aus. Ne? Ja. Setzen Sie hier drauf, aktivieren den Sonnenenergie. Ja, wenn partielle Müdigkeit Erschöpfung ist, aktivieren den Sonnenenergie. Also es geht wieder um Energie, was wir mit unserer Vokabeln aus der Schulmedizin gar nicht einordnen können. Das ist total irritierend, merke ich gerade. Ja, die Feuerenergie für uns ganz wichtig. Unsere wichtigste Energie ist Sonne, ja. Aus den oben kommt, aus dem Himmel kommt. Aus der Erde lebende wichtige Energie ist Feuer. Okay. Ja, das ist Feuerenergie ist viele, jetzt viele Menschen unterleiden Müdigkeit, Erschöpfung zum Beispiel. Mhm. Ja, die Sonnenenergie fehlt. Was ist da passiert? Was ist das? Ja, das gezogene Weichteil. Das gezogene Weichteil geht lang ein paar Tage wieder runter. Aber können Sie jetzt irgendwas daraus erlesen? Irgendeine Diagnose ziehen oder so? Nein, ganz normal. Okay. Von der Farbe ist ganz normale Farbe. Mhm. Also es könnte jetzt anders aussehen? Könnte blau sein. Und wenn es jetzt blau wäre, was würde das dann heißen? Blau ist, zeigt sich immer die Energiestagnation in diesem Lokal. Mhm. Ja, entweder Stagnation oder verkältet, gekühlt. Körper gekühlt, kam auch Blaufarbe. Okay. Ja, das, wenn man das die Diagnose da ist, dann kann man die entsprechende vorschlagen zu den Patienten. Gut, bei uns gesunden Menschen ist es jetzt eher präventiv und fast Wellness, aber sogar gegen Krebs kann die traditionelle chinesische Medizin einen Weg zeigen als Ergänzung zur Schulmedizin. Marianne Halvorsen und Jörg Kietzmann haben beide Krebs und nutzen außer schulmedizinischen Therapien wie Operation, Bestrahlung und Chemo auch naturheilkundliche Medizin. Es geht um Miteinander, sowohl als auch. Das heißt, wir können mit naturheilkundlichen Möglichkeiten sehr gut die klassische Krebstherapie begleiten. Wir können Nebenwirkungen lindern, wir können sogar ihre Effektivität steigern durch eine sinnvolle Begleitung. Jörg Kietzmann hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Inzwischen macht er die vierte Chemo. Die erste vor 5 Jahren hat ihn monatelang umgehauen, wie eine schwere Grippe. Nach OP und erster Chemo entdecken die Ärzte bei den Kontrollen Metastasen im Bauchraum. Es steht fest, er wird noch weitere Chemos brauchen. Das bestärkt ihn in seinem Entschluss, naturheilkundliche Therapien nutzen zu wollen. Die Naturheilmediziner raten dem 55-Jährigen zur Misteltherapie. Seitdem spritzt er sich 3-mal die Woche Mistelextrakt. Das stärkt seine Lebenskraft. Er verträgt die weiteren 3 Chemos besser und die Kasse übernimmt bei ihm die Kosten. Besser schlafen, motivierter, vom Kopf her auch motivierter und beweglicher, vitaler. Mir geht es einfach besser. Ich habe viel, viel mehr Lebensqualität. Viel, viel mehr. Die Mistel stabilisiert die DNA. Das bedeutet, dass sie eben nicht gegen die Wirkung der Chemotherapie anarbeitet, sondern eher die Gesamtsituation stabilisiert. Und dadurch haben wir nichts Kontraproduktives, wenn wir das zusammenfügen. Extrem wichtig die Anamnese. Herausfinden, welche Beschwerden gelindert werden sollen. Prüfen, welches Mittel individuell geeignet ist. Auch ob zum Beispiel die Mistel überhaupt passt. Man muss die Erfahrung haben, dass es bei einigen Bereichen dann auch besonders Varianten gibt. Zum Beispiel bei Nierenzellkarzinomen sollte man auf einiges achten. Auch sollte man darauf achten, wenn es zum Beispiel um die Leukämie geht, kann man begleitend einsetzen. Aber auch da muss man die übliche Misteltherapie versuchen, etwas abzuwandeln und bei Hirntumoren. Da muss man mit der Mistel auch vorsichtig sein. Ich wollte mit dir noch mal eine Patientin besprechen. Auch der Gynäkologe Olaf Katzler und die Heilpraktikerin und Spezialistin für traditionelle chinesische Medizin Barbara Kirschbaum begleiten Krebspatientinnen bei Brustkrebs. Sie wissen, es gibt vieles, was hilft und genutzt werden sollte. Aber es gibt auch Grenzen. Patienten nehmen sehr häufig Mikronährstoffe oder pflanzliche Stoffe ein, ohne zu wissen, dass sie eine mögliche Wechselwirkung mit der Chemotherapie haben. All das ist nach der Chemotherapie durchaus empfehlenswert, aber während der Chemotherapie sollte man das mit dem Behandler besprechen, ob zum Beispiel Zink eine Wechselwirkung mit der gegebenen Chemotherapie darstellt. Es kommt also nicht nur darauf an, welche naturheilkundlichen Therapien eingesetzt werden,
sondern auch wann. Studien zeigen, Akupunktur etwa geht fast immer und hilft bei Gelenk-, Muskel- und Nervenschmerzen, Nachtschweiß und Hitzewallungen. Das Gewürz Kurkuma dagegen ist während der Chemo nicht sinnvoll. Es wirkt zwar anti-entzündlich, verändert aber die Blutgerinnung. Das kann zu Blutungen an den Schleimhäuten führen, die von der Chemo ohnehin angegriffen sind. Marianne Halvorsen fängt nach ihren Chemos mit Naturheilmedizin an. 2016 die Diagnose Brustkrebs. Nach OP, Chemo und Bestrahlung muss sie starke Krebsmedikamente schlucken, mindestens 5 Jahre. Irgendwann kann sie vor Schmerzen kaum noch laufen. Sie ist entschlossen, die Tabletten abzusetzen. Mit diesen Schmerzen kann ich nicht leben. Das ist für mich so eine Einschränkung meiner Lebensqualität. Ich möchte irgendetwas anderes bekommen. Ich möchte, dass es muss ein Mittel geben, was mir auch anders helfen kann. Der Arzt macht der 67-Jährigen klar, das Medikament muss sie weiternehmen, damit der Krebs nicht zurückkommt. Aber eine zusätzliche naturheilkundliche Behandlung kann ihren Körper stärken. So können die Nebenwirkungen der Tabletten verschwinden. Sie bekommt Nahrungsergänzungsmittel. Eine Grundvoraussetzung ist, dass man die Mikronährstoffe im Vollblut misst, um dann zu sehen, einfach, wo sind die Defizite, wo sind die Sachen erniedrigt. Und genau diese Sachen, die muss ich ausgleichen. Und die würde ich dann auch kontrollieren in 3 bis 4 Monaten. Nahrungsergänzung, Vitamine und Mineralstoffe. Bei ihr Selen, Omega-3, Magnesium, Vitamin D. Das alles allerdings auf eigene Rechnung. Die Finanzierung wurde von der Krankenkasse nicht übernommen. Ich sehe das also sehr kritisch an, wenn man bedenkt, dass Chemotherapien heute bis zu 100.000 Euro pro Jahr pro Person kosten, sind die Kosten für die Nahrungsergänzungsmittel, die man speziell untersucht und einsetzt für den Patienten, relativ gering. Nach 3 Monaten merkt Marianne Halvorsen, ihre Kraft kommt zurück. Nach 1 Jahr braucht sie die Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr. Die Schmerzen in den Beinen verschwunden. Das hätte ich niemals gedacht, dass man mit Naturmedizin so viel erreichen kann. Naturmedizin und klassische Krebstherapie. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Nicht immer braucht man Arzneimittel, um wieder gesund zu werden. Nach der traditionellen chinesischen Medizin kann man, um unser Immunsystem zu stimulieren, uns auch auf der Energiebahn im Körper fokussieren. Und genau das wollen wir jetzt mit Dörter nochmal machen, mit einer weiteren Methode. Das sind die sogenannte Moxibustion. Moxibustion. Moxibustion ist dieser trockene Beifuß. Das ist Moxis-Segal so genannt. Also Moxis und Bustion für Brennen. Ja, genau. Die Moxibustion soll die Energiepunkte durch Hitze aktivieren, damit das Qi, also die Energie in unserem Körper, zirkulieren kann. Oh, okay. Also das ist wirklich fast direkt an der Haut. Bauch ist sehr wichtig hier, Energie. Und jetzt Wissenschaft sagt auch, dass ein Bauch ist ein großes Immunsystem. Ja, deswegen Bauchpflege ist ganz wichtig. Mit diesen Kräuter, das ist eine tonisiert. Das heißt, spielen diese warme, eine Sonnenenergie im Bauch über die warme im Körper rangeht. Also es gibt ein bisschen mehr Tonus, also ein bisschen mehr Kraft. Mehr Kraft, das ist so eine tonisierte Maßnahme. Das ist meistens bei den Symptomen der Lehre, Müdigkeit, Erschöpfung oder bei den Periodbeschwerden zum Beispiel. Mhm. Ja, oder Durchfall. Ja, solche Situationen, diese Moxibustion besonders geeignet. Okay, also jetzt ist es wärmer und auch ein bisschen Geruch, ne? Das riecht ganz stark. Dieser Geruch macht mir auch ein Spannungsgefühl. Dieser Geruch. Ach, okay. Ja, ja. Und das kann man auch wieder ähnlich wie eben bei der Schröpftherapie auch prophylaktisch anwenden, denn eigentlich habe ich ja keine Beschwerden, glücklicherweise. Genau. Können wir auch. Aber das ist sogenannte Energiepflege. Mhm. Ja, Energiepflege. Genau, wenn man jeden Tag Creme auf dem Gesicht oder Zähne putzen jeden Tag. Ja. Körperenergie brauchen gepflegte Körper, seelische Ebene brauchen wir eine Pflegeform. Ja, die traditionelle chinesische Medizin hat noch mehr zu bieten als Akupunkturpunkte und Energieleitbahnen. Seit mehreren tausend Jahren schwört sie auch auf Naturheilmittel. Sie heißen Reishi, Fuling oder Cordyceps sinensis. In der traditionellen chinesischen Medizin werden sie seit jeher eingesetzt. Einige sollen das Immunsystem stärken, andere den Blutzucker senken.
Und auf manchen ruht sogar die Hoffnung, mit ihnen Krebs bekämpfen zu können. Doch bislang gibt es in Europa zur Wirksamkeit von Heilpilzen keine klinischen Studien. Christina Bülow-Satori arbeitet als Heilpraktikerin dennoch mit ihnen. Die Heilpilze sind ja in der chinesischen Kultur schon ganz lange in der Anwendung, ungefähr seit 5000 Jahren, und haben also jetzt hier in der Praxis immer wieder sehr gute Erfolge gezeigt. Ihn hat sie mit dem Heritium behandelt. 8 Jahre lang litt Friedrich Walcher unter Durchfall. Vor allem, wenn er Soßen, Gewürze oder Süßes gegessen hatte. Irgendwann traute er sich kaum noch aus dem Haus. Immer wenn ich irgendwo gewesen bin, ich war eingeladen zum Essen, Hochzeit, irgendwas, dann waren die Ängste schon da, gleich jetzt wieder los. Hoffentlich nicht. Weil das ja nicht aufgehört hat. Das ging also bis nichts mehr, als wenn ich ein Apfelmittel genommen habe. Die Heilpraktikerin vermutet einen Mangel an Milchsäurebakterien im Darm. Das soll eine Stuhlprobe klären. Zur Linderung seiner Symptome verschreibt sie ihm schon jetzt einen getrockneten Pilz in Pulverform. Der Heritium ist praktisch der wichtigste Pilz für den Bereich Magen-Darm. Er hat sehr stark antientzündliche Eigenschaften und auch regenerative Eigenschaften für die Darmschleimhaut. Und gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass dieser Pilz eben auch ein bisschen beruhigt. Während Heilpraktiker solche Pilze als Medizin schätzen, ist die Skepsis bei vielen Ärzten groß. Der Onkologe Hans Lampe vom Rostocker Universitätsklinikum ist einer der wenigen Mediziner, die Pilze hin und wieder als Ergänzung zur Chemotherapie einsetzen. Bei Menschen, die diese schlecht vertragen. Wir versuchen eigentlich die ergänzenden Verfahren entweder zwischen den Therapien oder im Anschluss an die Therapie anzuwenden, um dann eben durch Ernährung, jetzt etwas breiter gesagt, den Körper zu stabilisieren, ohne die Tumorwirksamkeit abzuschwächen. Hans Lampe variiert alte Rezepturen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die Mischung stellt er individuell zusammen, je nach Beschwerden. Der Onkologe hofft, dass ihm in Zukunft bestimmte isolierte Substanzen aus Pilzen zur Verfügung stehen, mit denen er gezielt die Tumorzellen seiner Patienten angreifen könnte. Doch das ist noch frühe Forschung. Forschung, wie sie der Pharmazeut Thomas Effert an der Universität Mainz betreibt. Er stellt aus Pilzen, vor allem aus Reishi, Fuling und Cordyceps, Extrakte her und isoliert dann ihre Wirksubstanzen. Wir konzentrieren uns auf eine dieser antitumorösen Substanzen ganz besonders. Das ist das Cordyzepin. Das Cordyzepin kommt bei Cordyceps sinensis vor und kann zur Abtötung von Tumorzellen verwendet werden. Cordyceps sinensis, der chinesische Raupenpilz, wirkt offenbar besonders gut auf Leukämie, Brustkrebs und Prostatakrebszellen. Zumindest im Reagenzglas. Bei dieser Fluoreszenzmikroskopie kann man jetzt sehr schön das grün gefärbte Zytoskelett einer Brustkrebszelllinie sehen. Und wenn Naturstoffe in diese Zellen eindringen, das sind hier die rote Färbung, das können Pflanzen- oder auch Pilzextrakte sein, wie das Cordyzepin, dann sieht man, wie die Zytoskelettstruktur zerstört wird durch diese Naturstoffe. Und das erklärt, warum solche Heilpilzextrakte und viele andere Naturstoffe genauso Tumorzellen abtöten können. Noch stehen diese isolierten Wirkstoffe nicht zur Verfügung. Bei den Pilzpulvern, die schon jetzt erhältlich sind, achtet die Heilpraktikerin auf gute Qualität. Dass der Wirkstoffgehalt stimmt und auch, dass die Pilze nicht mit Schadstoffen wie Cadmium und Quecksilber belastet sind. Friedrich Walcher nimmt neben den Pilzen auch noch Milchsäurebakterien. Und seine Heilpraktikerin zeigt ihm, welche Lebensmittel gutes Futter für die Darmbakterien sind. Schon nach 3 Wochen funktioniert seine Verdauung wieder völlig normal. Ich bin glücklich. Und ich, komischerweise, man wird ja von so viel angesprochen. Wie geht's dir? Ist alles gut? Ist alles gut. Nicht zu fassen, aber es ist gut. Welche Heilkraft in welchem Pilz steckt, muss weiter erforscht werden. Ob sich die Ergebnisse aus Zellkulturen auf den Menschen übertragen lassen, ebenso. Aber dass in Pilzen ein medizinischer Schatz steckt, das ist gut denkbar.
Also ich bin ganz schön benebelt und ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Beifußrauch liegt von eben oder an dieser völlig neuen Sichtweise auf uns Menschen, die die traditionelle chinesische Medizin mit sich bringt. Ja, das ist ganz neu, aber ich bleibe persönlich gern zornig, aber vielleicht achte ich in Zukunft, dass es nicht zu Krankheit wird, so ein bisschen präventiv. Präventiv, ne? Also haben wir heute ja ein bisschen zu beigetragen. Ich fühle mich jetzt schon sehr entspannt und gut vorbereitet für die nächste Xenius-Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. À la prochaine, restez curieuse.